Der stellt das Handy jetzt da irgendwo auf. Reicht nicht. Du musst her. Du bist jetzt ein Naturfilm da draußen. Geht das auch da? Aber du bist zu rutschig und zu klein. Unsympathisch. Jetzt wirst du da einfach diese Videos aufnehmen. Ich werde das Kissen dahin machen, falls denn doch mal das nötigst Schlimme passiert. So. Jetzt wird die Kamera die Natur aufrendern. Die Kamera rendert, die Natur wird von der Kamera aufgerendert. Schön viele Informationen zugleich. Ich lasse das Handy so lange da, bis es einfach zugeht. Es könnte aber als beschädigte Datei rumgehen. Aber bevor das leer geht, klingelt das Handy aber. Das macht er die immer. Bei 5% macht er immer immer manchmal. Das macht das Handy, das macht das Tablet immer, wenn es passiert. Der rennt gerade alles drauf. Ich mach gerade eine Handypause. Aber ich will nur nachher Spaß haben. Zu sehen, was da alles ist und wie man die Stimme hört. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Dann teste ich das mal bei YouTube aus. Wenn das sich nicht hochladen lässt, dann ärgere ich mich. Das kann man auf Bitcoach hochladen oder eine andere Firma, die man für Video-Uploads nimmt. Du weißt, dass gerade, was sich, wie ich hier rede, erinnert. Das Ding nicht weglöschen. Aber ich muss es tun bald. Ich mach's aber auf jeden Fall weg bald. Das Video werde ich irgendwie löschen. Oder auf ein dieser Google Fotos Dinger hochladen. Da habe ich drei weitere, wo Herz und Niere drin steckt. Das war, wo ich das Handy bekommen habe und dann 2 Monate später. Und davor alles. Ohne dass das Tablet nun genutzt wurde. Dass das Handy vorgenutzt wurde. Das ist auch alles cool. Da sind Videos, die man so nie wieder hinkriegt. Deswegen bitte ich um Verzeihung, arbeite Kamera. Die Kamera arbeitet. Die Kamera computet alles drauf. Du weißt, dass der Linux-Compiler dann im Hintergrund die ganze Zeit diese Informationen nimmt. Das macht die ganze Zeit, da geht ein Text die ganze Zeit so runter und wir sehen es nie, weil man da nicht hinkommt. Das ist ernsthaft, ich habe Angst. Nochmal eine Latschenverstärkung. Ganz ehrlich, Alter, wenn da mein Handy runterfällt, dann mache ich sowas nie wieder. Weil mein Handy brauche ich noch. Du weißt, dass er in vollen Einstellungen, Setting, 30 Bilder und Voll HD aufnimmt. Voll HD, warum? Es wird zu heiß. Wenn ich 4K mache, dann wird das Handy sich.
wenn ich 4K aufnehme, dann wird sich das Handy runterfahren von der Hitze. Das habe ich mal hingekriegt. Wenn er irgendwie durch Internet irgendwas beeinflusst wird, dann stürzt das ab. Weil 4K ist bei dem Handy die ganze CPU am Arbeiten, die ganze. Und dann, wenn da noch eine App reinhaut, dann stürzt das Ding so ab. Das ist nämlich auf Voll HD 30 gemacht. Der kann nur 30 Bilder und Voll HD im Kaufzustand wie neu. Und jetzt immer noch. Der war so, Samsung, der Hersteller hat den so vorgesehen. Den Chip für Kamera. Das ist dann richtig, das geht dann nicht kaputt. Das filmt und es stürzt nicht ab. Das filmt einfach nur. Das ist jetzt alles sicher, dass es runterfallen nicht sicher genug ist. Ich nehme dieses Handy mal da weg und stelle das sicherer auf. Noch sicherer. Alter, ist das heiß geworden. Lüfter. Geh da mal weg, Bild. Das Handy wird tatsächlich auch kühler. Das kühlt richtig ab. Ich habe mich fast verbrannt vorhin, gerade eben. Ich mach mal einen Test. Ich gehe mal hier rum und mach mal Licht an. Und mach mal den Lüfter aus. Weil irgendwie muss man ein Gleichgewicht machen. So. Lampe an. Du weißt, dass das Ding. Nein, scheiße. Der Akku geht leer. Aber ich kann noch so ein bisschen was. Der war bei 51 und ist bei 47 gegangen. Das geht noch. Es geht für die 8 Minuten noch. Ich will so lang filmen, bis er irgendwie unter 30 geht. Und dann lasse ich das erstmal liegen. Und dann gucke ich mir das an, wenn ich Zeit habe. Du willst reinrendern. Nein, nicht so hart. Hallo. Du Zermott. Vermont. Mann, aua. Da war was an meinem Fuß. Mottmut.
Bisschen Animation, damit der Chip so ein bisschen Daten generiert halt. Datengenerierung. Der Chip soll nicht warm sein, der soll Daten herstellen. Ich will mal was ausprobieren. Was mit dem Chip passiert sozusagen. Jetzt muss ich den aber wieder hier ran abkühlen. Egal. Moin, du kühlst. Mehr Bildinformationen reinknallen. Das Ding hat 11 Minuten aufgenommen. Kein Wunder. Nö, das exportiere ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Das exportiere ich nicht. Da bin ich zu faul zu, weil es zu viel Arbeit ist. Es geht mir nicht darum, dass es warm wird oder viel bencht. Es geht mir darum, dass Daten unendlich wie möglich produziert werden.